Nienstedten gegen Lockstedt. Aufsteigerduell am 6. Spieltag der Landesliga Harmonia. Nienstedten ist im letzten Spiel gegen Rantzau mit 5:1 ordentlich unter die Räder gekommen. Den Ehrentreffer erzielte natürlich Jakob Drinkgut. Der Stürmer hat sein Team mit unglaublichen 40 Toren zum Aufstieg gebombt. Und auf ihm liegen natürlich auch heute Nienstedtens ganze Hoffnung. Doch die erste Chance hat der Gast aus Lockstedt. Luis Luca gleich bringt den Freischuss auf Eisenberg. Doch der kann die Chance nicht verwerten. Dann mal der SC Nienstedten. Sascha Bernhard hat Platz. Bringt die Flanke und da ist Jakob Drinkgut. Nienstedtens Torgarant schließt eiskalt ab. Direkt verwertet er die Flanke von Bernhard und lässt Giesecke im Tor der Gäste nicht den Hauch einer Chance. Der Ex-Altonaer zeigt sich auch in der Landesliga treffsicher. Es ist sein 4. Saisontor im 6. Spiel. Und Nienstedten will jetzt nachlegen. Daniel Frerksen geht dazwischen und sieht den gestarteten Drinkgut. Der hat Platz, jetzt im 1 gegen 1. Frerksen! Jakob Drinkgut lässt die Chance zwar liegen, doch Frerksen ist mitgelaufen. Im Nachschuss drückt er den Ball über die Linie, nachdem er das Leder im Mittelfeld selbst erobert hat. Starkes erstes Saisontor für Daniel Frerksen. Nienstedten jetzt früh mit 2:0 vorne. Von Eintracht Lockstedt kommt bisher einfach zu wenig. Die Gastgeber drängen jetzt sogar noch auf das 3:0. Drinkgut mal mit einem technisch anspruchsvollen Heber, doch dieser Abschluss findet nicht den Weg ins Tor. Doch die Gastgeber machen einfach weiter. Jakob Drinkgut jetzt mal über außen, bringt die Flanke auf Papandiaye. Stark gehalten von Giesecke im Tor von Eintracht Lockstedt. Den Gästen fällt einfach nichts ein. Jetzt werden schon lange Bälle in die Spitze geschlagen. Neb will den Ball klären und bringt Mohr mit Ali als letzten Mann zu Fall. Und der Schiri gibt zu Recht Rot. Neb trifft nur den Gegenspieler, nicht den Ball. Und da Ali als erstes an der Kugel war, wäre er frei durch gewesen. Starke Entscheidung also von Schiedsrichter Samir Buhl. In Halbzeit 2 Lockstedt also mit einem Mann mehr. Eigentlich müssten sie das Spiel jetzt klar dominieren, doch die Gäste bleiben weiter viel zu harmlos. Bis auf solche Halbchancen nach einem Einwurf passiert überhaupt nichts. Wir springen in die 81. Minute. Der Fokus liegt auf Nienstedtens auffälligstem Spieler. Doch auf einmal hat Lockstedt Platz. Josip Pajcic sieht den besser positionierten David Kühl und es geht doch! Nach 43 Minuten in Überzahl springt endlich etwas Zählbares heraus. Der eingewechselte Kühl markierte den Anschlusstreffer. Doch der kommt zu spät. Lockstedt schafft es in den letzten 9 Minuten der Partie nicht mehr nachzulegen. Und so bleibt es beim 1:2 aus ihrer Sicht. Jakob Drinkgut und seine Nienstedtener gewinnen das Duell der Aufsteiger und klettern in der Tabelle auf einen souveränen 9. Platz. Eintracht Lockstedt hingegen rutscht auf die 12 ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.